Morgens 9 Uhr im Mutter-Kind-Gehege der sibirischen Tiger. Für die vier neugierigen Tigerwelpen ist dies ein ganz besonderer Tag. Denn heute bekommen sie ihre erste Fleischmahlzeit. Die Kleinen, die fressen natürlich noch nicht so viel. Also da gehen wir, glaube ich, noch im Grammbereich von aus. Von also maximal so 50, 60 Gramm fressen die vielleicht am Tag. Also ich fütter die jetzt allerdings so, dass sie halt auch kleinere Stücke bekommen. Dass halt Mutti sich ein Stück nehmen kann, damit weggehen kann. Und die Kleinen dann halt natürlich noch ein paar Stücke haben. Also im Moment gibt es so drei, vier ungefähr gleich große Stücke. Und die Kleinen, die sind da schon immer ganz gut dabei, dran zu knabbern. Vom Knabbern wird Mutter Maruschka aber kaum satt. Im Moment bekommt sie insgesamt 9 Kilo inklusive Knochen am Tag. Das ist jetzt natürlich auch ziemlich viel. Sie hat jetzt aber natürlich auch ganz viel Energie, die sie halt braucht. Da jedes Tier seine eigene, individuelle Fellzeichnung trägt, kann Tobias Taraba seine Schützlinge bereits auseinanderhalten. Wir haben halt das große Tigermännchen, den Mischka. Der ist halt auch schon damals halt aufgefallen, dass er dann halt der Schwerste dann halt auch war. Der ist immer sehr, ja, als erstes dann halt sehr präsent. Der Vitali ist manchmal ein bisschen zurückhaltend, verpennt halt auch mal ab und zu ein paar Sachen, aber holt dann auch immer relativ schnell auf. Die beiden Mädels, das ist halt noch sehr schwer, die irgendwo dann halt einzustufen, weil die halt im Moment noch relativ gleich sind, was das Verhalten angeht. Für die Tigerwelpen bringt jeder Tag neue, spannende Erlebnisse. Tierpfleger Taraba stellt auch schon die ersten Entwicklungsschritte fest. Die werden langsam deutlich mutiger, merkt man halt, kommen jetzt auch besser in den Stall rein und freunden sich auch mehr mit dem Element Wasser an. Draußen auf der Anlage sind sie zum Teil schon am Wasser zugange, trinken da natürlich draus. So großjährig rein sind sie noch nicht gegangen, aber das ist bis jetzt so die Sachen, die sie jetzt in den letzten 3 Wochen dann halt mehr erkundet haben. Frischfleisch steht seit heute ganz oben auf der Liste der beliebtesten Beschäftigungen. Viel ist es noch nicht, was die kleinen Zähnchen vom Knochen nagen. Hier steht eher die Bespaßung im Vordergrund, weniger die Beute. Doch da sich die Jungtiere zu diesem Zeitpunkt abwechselnd von Muttermilch oder Frischfleisch ernähren, braucht sich ihr Tierpfleger auch keine Sorgen, um eine ausgewogene Ernährung zu machen. Erst wenn die jungen Raubkatzen noch einige Wochen älter sind, wird es die ersten Rangeleien um die begehrtesten Beutestücke geben.